Nachdem Professor Wormstone, Ritalin, Jan Flamingo und Hardy Hart den Drachen gefunden und den Maulwurf Lucas Gugel entlarvt, sowie dem Bösewicht Zumobishi das Handwerk gelegt und so Bielefeld vor der Zerstörung bewahrt haben, stiegen sie zu lokalen Helden auf, wurden überall gefeiert und zu Vorträgen eingeladen. Besonders Hardy Hart durfte sich über seine neue Rolle als Frauenschwarm freuen, die ihn umgaben und anhimmelten wie nie zuvor. Matt Bremsen, der sich in Griechenland schützend vor Ritalin geworfen hatte, um eine Kugel aus Bishis Revolver abzufangen, wurde von dem einheimischen Fischer Stelios aufgenommen und gesund gepflegt. Während der Genesungsphase lernte er Land und Leute kennen, und aus Matt und Stelios wurden enge Freunde. Matt Bremsen hatte nur ein Ziel vor Augen: zu erfahren, was mit Ritalin passiert ist und Rache an Zumobishi nehmen. Dabei fand er mit Damiens Bruder Ilias, der ebenfalls von Zumobishi erschossen wurde, einen Gleichgesinnten. Dieser nahm seine Weggefährten, Alan und Joseph, mit nach Bielefeld. Als auch Matt Bremsen nach Bielefeld aufbrechen wollte, wurde Stelios von einer Schlange gebissen. Leider konnte auch der beste Arzt nichts für ihn tun. Und bevor Stelios starb, offenbarte er Bremsen, dass er der Wächter des Drachens sei und erklärte ihn über dessen Geschichte auf. Unterdessen gelang es Zumobishi in Bielefeld, Lucas Gugel spektakulär aus dem Gefängnis zu befreien, was allerdings von der Polizeibehörde verschleiert wurde und somit der Öffentlichkeit verborgen blieb. Der einzige, der Verdacht schöpfte, war Jan Flamingo, der vergeblich versuchte, Ritalin, Professor Wormstone oder Hardy Hart von seiner Story zu überzeugen. Professor Wormstone erhielt vom Rektorat der Uni Bielefeld den Zuschlag, den Drachen beforschen und untersuchen zu dürfen. Gemeinsam mit seinem Kollegen und Freund L prüften sie ihn auf Herz und Nieren und fanden heraus, dass es sich bei dem Drachen um einen Materietransformator handelt und dass man ihn als tödliche Waffe missbrauchen könnte, sobald er in falsche Hände gerät. Doch ausgerechnet der Rektor der Universität ist weniger an Forschung, sondern überwiegend an Geld interessiert und Wormstone befürchtet, dass er ihn bei nächster Gelegenheit gewinnbringend verkaufen will. Daher kopiert Wormstone heimlich den Drachen und nimmt das Original entgegen aller Absprachen mit der Universität aus dem Labor. Dies erweist sich als Glücksfall, da L wenig später in seinem eigenen Labor überfallen und somit nur die Kopie des Drachens entwendet wird, woraufhin L und Wormstone sich entschließen, den Originaldrachen im Tierpark zu verstecken. Hinter dem Überfall steckten Zumobishi und Lucas Gugel, die den wohl emotionalsten Wandel ihres Lebens durchleben mussten, als sie beim Testen des Drachens bemerkten, dass sie eine Kopie gestohlen hatten. Jan Flamingo hat inzwischen sämtliche Versuche unternommen, um auf Gugels Ausbruch und Bischis heimliche Machenschaften aufmerksam zu machen. Er randalierte auf dem Ostwestfalenball, sabotierte die Veranstaltung im Kindergarten und spielte den Trunkenbold auf Wormstones Geburtstagsparty. Schließlich ist es L, der Jan endlich Glauben schenkt, da er, durch ein Gespräch mit Jan, eine Stimme, die er beim Überfall vernommen hatte, dem früheren Studenten Lucas Gugel zuschreiben konnte. Somit konnte nun auch Wormstone überzeugt werden. Nur Hardy Hart stellte sich quer, schockiert von der Kopfwäsche durch die Königin von Saba, die sein schürzenjägerhaftes Gehabe nicht länger duldete, schenkte er Jans Worten wenig Beachtung und begann sogar, sich genervt mit Jan zu prügeln. Anschließend jedoch versöhnten sich die Streithähne und auch Hardy glaubte Jans Befürchtungen. Da sich nun keiner mehr vor Bischis Überwachungssystem unbeobachtet fühlt, bot Svenja, die einzige, die Bischi nicht kennt, an, in ihrer Wohnung zu hausen. Unterdessen waren Ilias, Alan und Joseph in Bielefeld angekommen und entschieden sich für die direkte Art, um Zumobishi ausfindig machen zu können. Sie fanden durch Jacques André heraus, dass Bischi das Stereo leitete, wodurch sich Ilias entschloss, sich durch Vitamin B einen Job im Sicherheitsteam des Stereos zu verschaffen. Alan und Joseph sollten neben den Observationsaufgaben vor dem Stereo auch Geld beschaffen, wodurch sie allerlei Abenteuer im Duett erlebten. Zumobishi wog sich in Sicherheit. Auch wenn ihre Tarnung, spätestens als sie von Jan im Stereo gesehen worden sind, aufgeflogen ist und der Drache durch die Warnung nun unerreichbar erscheint. Denn Bischi hat durch die Verwanzung in Wormstones Büro herausfinden können, dass Wormstone die Untersuchungsergebnisse des Drachens bald der Gesellschaft für Wirtschaft und Werte vorstellen muss. Da sich Bischi sicher war, dass Wormstone verschweigen wird, dass es sich bei dem Drachen um einen Materietransformator handelt, plante er einen Hinterhalt, bei dem er Wormstone auflaufen lassen wollte. Der Plan ging auf. Wormstone ist außer sich und wird bei der anschließenden Auseinandersetzung mitsamt Ritalin in Gewahrsam genommen. L, Hardy und Jan gelingt es, den Professor und seine Tochter zu befreien und unterzutauchen.
Durch die Warnung vor Warnstones Heimlichtuerei und der anschließenden Beweisführung, dass es sich bei dem Drachen um einen Materietransformator handelte, sammelte Bishi bei der GWW ungeheure Pluspunkte und bot sogleich an, den Joint Venture bei sämtlichen Geschäftsbereichen der GWW-Mitglieder durch sein Chip-Bezahlsystem auf ein Maximum zu steigern. Dafür fordert er jedoch den Platz in der Mitte der GWW, wofür sich die GWW Bedenkzeit erbat. Die Begeisterungsstürme der GWW über Bishis Chipsystem indes ließen nicht lange auf sich warten. In einer Präsentation offenbarte Rainer Bettenworth die Erfolge durch Bishis System, die er auch den anderen Mitgliedern kundtat. Die GWW-Mitglieder beschlossen daraufhin, Bishi in die Gesellschaft aufzunehmen, indem sie ihn das Aufnahmeritual über glühende Kohlen zu laufen vollführen ließen. Die Luft in Svenjas WG wurde immer dicker. Aus der Zeitung erfuhren sie von dem Komplott, der gegen sie gestartet wird, und dass der bis dahin als geheim gehaltene Drache in Kürze auf der Alm öffentlich präsentiert werden soll. Daraufhin entschloss sich Jan, eigenmächtig eine Gegendarstellung auf Flyern in der Uni zu verteilen. Der Student Dennis, ein Freund von Svenja, wurde darauf aufmerksam und erzählte seinen Freunden im Stolander stolz von den Helden Bielefelds. Der darauf folgende Disput machte den Bürgermeister Udex auf Jacques André aufmerksam, der ihn zu den anderen in Svenjas Wohnung brachte. Diese versuchten einen Plan gegen die Drachenpräsentationsveranstaltung auf der Alm auszuhacken, sahen aber ein großes Problem beim Überwachungssystem. Da kam Jack wie gerufen, der sich als ehemaliger Mitarbeiter Bishis bestens mit den Kamerasystemen auf der Alm auskannte. Die Freude darüber wich schnell dem aufkommenden Gelächter, als L ein in Svenjas Keller gebautes Flugobjekt für das geplante Manöver auf der Alm vorstellen wollte. Wird dieses Flugobjekt seinen Dienst leisten? Werden die Helden ihren Ruf wiederherstellen können und Bishi erneut das Handwerk legen? Werden alle überleben? Wird es Bier geben? Wird Matt Bremsen Bielefeld erreichen, um am Bishi noch Rache nehmen zu können? Oder wird es Ilyas sein, der Bishi auf der Alm als getarnter Security erschießt? Wird Arminia aufsteigen? Oder wird gar das Böse siegen, um in einem möglichen Teil 3 das Abenteuer fortführen zu können? Antwort auf all diese Fragen erhalten Sie am Sonntag, dem 14. April 2013 um 20.13 Uhr im Forum Bielefeld in der Mellerstraße 2 bei der finalen Folge Showtime Part 2 von Drachenzeit in Bielefeld. Ihr Trash-Theater Bielefeld.